Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Yeah, tschüss. Oh! Also dachte ich zumindest, das Herz des Endermans. Wow! Schaffen wir das? Oh nein, 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 nein. Katztastisch! Begrüßen wir euch zum großen Finale von Minecraft Dungeons hier auf Katze. Ja, seid ihr bereit, nach großen Küchenpartys, nach Suppe kochen und unzähligen Kämpfen nun den Erzilliger zur Strecke zu bringen? Der Erzilliger ist auf den Befestigungswall von Burg Hochblock geflohen, aber er kann nicht weit gekommen sein. Beeile dich und kämpfe dich bis zum höchsten Turm durch. Der Erzilliger und seine Terrorherrschaft finden heute ein Ende. Zumindest, wenn wir den Erzilliger finden können. Und besiegen. Ja, richtig, darum geht's heute. Guck mal, da warten schon die Ersten. Ja, hier im Graf Hochdorf. Hochdorf. Hochblock? Egal. Auf jeden Fall, der größte Turm ist wohl der Obsidian-Gipfel dann. Genau, und da sind wir. Guck mal, wie ich mit meinem Schwert vollkommen in die Leere. Ja, du bist fängt ja schon gut an. Achtung, Ritter, komm du mit deinem Riesenschwert. Ja. Mach die platt. Polarfuchs und Huhn sind auf jeden Fall auch wieder dabei im großen Finale. Ui! Oh, was war das denn? Da komme ich mit New. Und das Besondere ist, wir haben unsere Waffen komplett. Dein Huhn! Mein Huhn will nicht. Mein Huhn steckt da hinten fest. Ja, wir haben jetzt. Ich hatte immer Dolch. Ich weiß gar nicht, was du beim letzten Mal hattest. Aber jetzt haben wir mal richtig tolle Schwerter für den letzten großen Kampf. Haben wir uns mal richtig was gegönnt. Haben wir uns richtig was kosten lassen. Das kannst du laut sagen. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Minecraft Dungeons gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst auch in Zukunft keine spannenden, lustigen und lehrreichen Projekte mehr, die wir zukünftig aufnehmen werden. So, dein Huhn ist auch wieder mit am Start. Hat ein bisschen gedauert, aber es hat den Weg gefunden. Ja, Gott sei Dank. Wahrscheinlich das. Wo bin ich? Okay, das ist ein lustiges Level. Auf jeden Fall sind ein paar Trampoline für uns bereitgestellt worden. Ja, und natürlich auch ein paar Gegner. Ja, die haben sich in Schale geworfen. Hast du gesehen, der hatte so einen Anzug an. So ein richtiger Anzugträger. Ja. Guck die da hier in ihrem blauen Anzug. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir können zwar nicht so schnell angreifen mit den Schwertern, aber effektiver, ja. Auf jeden Fall. Das stimmt. Schrittgeräusche, hast du es gelesen? Nee, was stand da? Schrittgeräusche. Deswegen? Weiß ich nicht. Also, habe ich zumindest so kurz gelesen. Oh, erstmal Heilkreis. Schutz. Ja. Warte, ich mach den mal platt. So, bitteschön. Ja, übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, ich habe meinen Staubsauger abgelegt und habe jetzt dafür meinen Feuerkescher mit den Feuerpfeilen. Du meinst einen Feuerköcher. Ein Kescher ist stimmt. Insekten sammeln vielleicht. Stimmt, ein Feuerköcher. Aber wäre auch cool, so ein Feuerkescher. Schnappst du die Gegner? Oh Mann. Und wow. Ja, warte, ich komme. Ja, deine Energie ist low level sozusagen. Ja, und deine? Du hast wenigstens noch einen Trank. Ja, stimmt. Das stimmt. So, was sind das hier eigentlich? Ritter ohne Schwert, sondern mit irgendwelchen Steinkeulen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das alles sein soll. Oh, der Apfel ist mit dem Gegner abgestürzt. Guck mal, das Fleisch hängt auch in der Luft. Wo? Da! Ich wollte es mir gerade holen, ich konnte es nicht aufschließen. Okay, ich brauche deine Hilfe, ich komme. Wow! Jetzt geht's los. Aber ich habe so das Gefühl, durch das, dass wir besser ausgestattet sind mit unseren stärkeren Schwertern, sind wir effektiver unterwegs und es sind weniger Gegner. Also wie zumindest im letzten Level. Das kann sein, aber vielleicht hat der Erzilliger nicht mehr so viele Verbündete. Und schickt jetzt deswegen zwar weniger Gegner los, aber dafür richtig starke Gegner. Ja, aber der hat leider verpennt, dass wir auch viel stärker sind. Wow, der kam schon wieder aus dem Nichts, der Kollege hier. Der hat uns unterschätzt, der Erzilliger. Guck mal, die da oben. Guck mal, Feuerpfeile für euch. Wow, kam angesprungen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich riskiere das und springe hoch. Aber irgendwie, ich glaube, das ist nicht. Was war das jetzt? Oh nein, ich hoffe, du hast dein Fallschirm aufgespannt. So, da ist ein Tor. Guck mal. Ja, wir müssen erst wieder, ein paar Gegner besiegen. Ich wollte sagen, das müssen wir wieder öffnen, indem wir alle Gegner besiegen, glaube ich. Erstmal heilen, ja, das stimmt. So, ich bleibe auch noch ein bisschen bei dir, obwohl ich volle Energie habe. Oh, da sind ja noch ein paar von denen. Boah, Zaubertrank. Zauberer, die müssen wir zuerst besiegen.
Ja, ich mache erstmal den Weg frei hier. Bisher sammle ich ja noch Seelen, so im Nahkampf, ne? Bisher mein verseuchtes Leuchtfeuer kam noch nicht zum Einsatz. Zum Glück, oder? So, Kollege, du bist auch weg. Hebt ihr es lieber auf. Boah, immer noch nicht, das Tor ist immer noch zu. Hier, ist noch so ein Hallo. Bitte. So, ist jetzt offen. Kann man da jetzt rüber? Ja. Ja. Jetzt wunderbar. Geht's weiter. So, links oder rechts? Rechts. Ja, links ist eine Sackgasse. Und hier? Komisch, dass hier niemand ist. Aua. Wow, entzünden die Leuchtfeuer. Genau was für dich. Du mit deinem eigenen Leuchtfeuer. Ich glaube, dazu braucht man kein Leuchtfeuer. Da müssen wir bestimmt wieder irgendwelche... Irgendwelche Schalter drücken oder so. Hey, was macht der in dem Kreis da drin? Das ist ein Schutzschild. Ja, die können da schon rein. Das schützt uns ja nur vor Fernangriffen. Ja, das stimmt. So. Ja, hier, weg da. So. Boom. Muss mal kurz aufpassen, warte. Aktiviert, wir müssen noch eins aktivieren. Weißt du, was das sind? Wir nennen sie böse Hallodris. Böse Hallodris. Oder Schludris? Oder beides. Hallo Schludris. So, verfolge den Erz-Illager. Neues Ziel. Erz-Illager. Oh, Vorräte. Cool. So, erstmal ausstatten. Ich statte mich auch noch mal kurz aus mit Brot und Pfeilen. So, da kommen die Beute. Oh, gut, dass wir gerade uns gestärkt haben. Ja, Achtung, der mit dem... Level guck mal, willst du das TNT nehmen? Okay, ja. In Ordnung, ich werfe das so, runter. Ja, mach die mal platt. Bim! So. Wow, da unten das ist ein Apfel. Das war auf jeden Fall, und es war auf jeden Fall effektiv, das TNT. Dankeschön. Bitteschön. Immer mal wieder, es muss auch Zeit für Komplimente geben im Leben. Ja, das ist wahr. So, hey, guck mal, der brennt einfach mal eine Runde und bleibt trotzdem noch stehen. So, jetzt habe ich dich. Hat wohl noch genug Energie. Ja, Apfel, njom. So. Was sind das eigentlich für Holzhäuser hier? Ich glaube, das sind... Wow, Redstone Golem! Oh, no! Ich glaube, jetzt begegnen wir alle, die wir in die Hölle geschickt haben. Die sind im Obsidian-Gipfel gelandet und den begegnen wir jetzt wieder. Hoffentlich nicht. Boom. Boah, aber guck mal, der ist paralysiert von unseren Schwertern. Du stehst vor ihm und ich stehe hinter ihm. Und der guckt so, was soll ich machen? Links oder rechts? Keine Ahnung. Oh, er muss schon auf alle Vieren gehen. Er hat gar keine Chance, er ist ja richtig schwach. Bam. Einfach draufklopfen. Einfach wie Fleisch hacken oder Bäume fällen. So fällen wir den Redstone Golem. Tja, so schnell kann's gehen. So, weg da. Ich bin verstärkt. Achtung, da ist tatsächlich noch eine zwei Mine. Minen. Ah, zwei, ja. Aber die sind jetzt verpufft. Die sind erloschen. Weiter. Oh, Wasser. Hätten wir den Golem dahin bringen können. Der hätte ein bisschen baden können. Oh Mann. So. Und wie viel Leuchtfeuer haben wir denn noch? Wie Leuchtfeuer? Achso, stimmt. Ja. So, guck mal, da oben steht das Auge des Sturms. Ja, wir müssen nach rechts, habe ich gerade gesehen. Mhm. Deswegen auf ich gehe einmal durchs Wasser. Viereck. Du. Und zum Sechseck. Oh. Ja, du hast recht, sorry. Mein Fehler, so. Sechseck, kein Viereck. Oder eine Bienenwabe, wenn man möchte. Ding, warte auf mich. Und wir sind wieder drinnen. Boah, glaubst du, es wartet wieder ein All-You-Can-Eat-Buffet? Es sieht zumindest so aus. Das wäre lustig. All-You-Can-Eat. Du hast auf jeden Fall wieder TNT. Also, was nimmst du? Ich möchte auf jeden Fall mit einem Salat starten. Ich mit einer Suppe. Oh, klingt auch lecker. Oder mit einem Apfel. Und ich schon wieder. TNT. Und wie macht das Schaden? Bam. Hast du gesehen? Gar nicht. Die Anzeige ist so gut wie gar nicht. Ja. Hey, der hat mich gekickt. Hast du es gesehen? Nee. Boah, der ist ein bisschen anders drauf wie der Kollege gerade vorher. Die zwei, was machen die bam, hier? Bam. Oh, ein Apfel, lecker. Guck mal, aber ein bisschen sieht er aus wie ein Teletubby mit dem Fernseher da im Rücken. Bin mir nicht sicher, ob das ein Fernseher sein soll. Ich behaupte eher, dass das eine Mine ist. Ja, stimmt. Das kann sein. Kann er explodieren? Nee. Ach, Quatsch. Guck mal, wir haben einfach die Mine deaktiviert, indem wir ihn verkloppt haben. Richtig so. So, Schwein! Bam. Bleib stehen. Wir haben Schweine schon lange nicht mehr gesehen. Ja, stimmt. In der letzten Folge gar nicht, oder? Ja. Oh, so. Ein Highlight für mich nochmal in der letzten Finale. Boah, der hat mich gekloppt mit seinem... wie nennt man denn das? Was denn? Diese Keule. Eine Keule. Der hat die Keule geschwungen. So richtig. Heißt es. So, ich stehe noch kurz im Kreis. Ich bin gleich da. Nein. Wow, okay. Kollege, was machst du? Ich komm. Sorry. Ich musste kurz in Deckung gehen. Keine Ursache. Für dich mache ich es gerne. Nee. Vorsicht. Wow. Oh, die müssen wir gleich mal besiegen. Ja, schon am Start. Ja. Der Stärketrank. So, genau, perfekt. Stärketrank ist super praktisch. Mein Gott. Da oben ist wieder so ein Zauberer, Vorleser. Zauberer. Ja, so ein Autor, der eine Lesung hat. Oh Gott. So. Soweit, so gut.
Ja, irgendwie. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja. Oh, guck mal, da hat auf jeden Fall wieder Tische. Glaubst du, wir kommen in die Küche? So, ich hoffe doch. Glaubst du, wir kommen dem Buffet näher? Unser großes Ziel, finde das Buffet. Boah, da bin ich sofort dabei. So, oh, hier geht's wohl nicht so weiter. Du bist auf jeden Fall schon wieder auf dem Rückzug. Hin? Ja, ich laufe hier einfach mal hinterher. Ich habe ehrlich gesagt keinen Was sind das für Fußvorleger da immer? Wow. Das sind schöne Teppiche. Ja, aber kleine die Teppiche. Die im Angebot. Richtige Schnapper. Genau, den Schnapper gemacht haben. Wow, was geht hier? Gleich mal hast du gesehen? Einmal Pfeile reingejagt aus dem Feuerköcher und alle. Aus dem Feuerkescher, wie du sagen würdest. Aus dem Feuerköcher. So, also kannst du mal auf mich warten? An alle, die hier zuhören, nicht vergessen, es heißt Feuerköcher. Ja, mein Fehler am Anfang. Selbst, nee, aber alles cool, alles gut. Selbst ich lerne noch. So, ey, weg da. So. Die kriegen wieder einen Boost. Ja. Die Unterstützung von den Zauberern. Da. Ja. Oh, Mann. Da ist der Zauberer. Weg da. So. Der wäre erledigt. Hier sind auch nochmal ein paar. So. Und zack. Du bist auch erledigt. Boah, eine Rüstung für dich noch. Ja, wir haben alle Hände voll zu tun hier. Ja, irgendwie. Habe ich vorher gesagt, es sind weniger Gegner? Nee, oder? Doch, habe ich gesagt. Ganz am Anfang. So. Ja, stimmt. Du hast recht. Aber stärkere habe ich dann hinzugefügt. Ja, genau. Aber so. Hier waren wahrscheinlich alle versteckt, die haben noch heimlich eine Party gefeiert. Die haben noch heimlich ein Festtagsmahl gegessen. Ein Festtagsmahl. Erstmal heilen. Ja, das stimmt. Vor allem ich. Warte, ich muss noch stehen bleiben, bis meine Energie schon mal. Voll ist. Oh, wir müssen wieder raus. Oh, Vorräte! So, njom njom. Und Pfeile. Auch noch. Pfeile. Rot. So. Und jetzt geht's wieder raus. Bist du bereit? Ja. Okay, los geht's. Nach draußen. Ui. Oh. Wir kommen der Sache immer ein Stückchen näher. Glaubst du? Ja. Vielleicht sind wir auf dem Holzweg. Ja, hoffentlich nicht. Oh, nicht schon wieder so ein Kollege. Hallo, wie geht's euch? Hallo, geht mal ins Wasser. Guck mal, der steht mit einem Fuß im Wasser. Das ist der dritte. Tick, Trick und Track. Ja, das ist Track. Na, warte. Red, Stone und Golem. Achso, Red, Stone, Golem. Aber der ist auch nicht sonderlich stark. Nee, guck mal. Bam. Hätte ich jetzt noch meinen Superpilz, dann wäre der super schnell. Guck mal, der versucht sich da runter zu schmeißen und mich erst. Aber irgendwie ist er nicht so beweglich mit seiner. Ja, der ist nicht so agil. So. Durch seine Größe. Jetzt. Erledigt. Wow, richtig langes Schwert, was man da bekommen kann. Ein Claymore. Oha. Nicht schlecht. Aber die Frage ist, was bringt es dir jetzt noch? Außer du würdest es jetzt noch einsetzen. Ja, aber ich möchte nicht wechseln. Ich bestehe darauf, mit meinem jetzigen Schwert in den Kampf zu gehen. Das ist schon eingeübt sozusagen. Da bist du schon ein geübter Kämpfer mit dem Schwert. Das kann man so sagen, durchaus. Guck mal. Oh. Man sieht mich nicht. Ja. Und jetzt. Oha. Bam. So, weg da. Mach mal die zwei Platten. Was machst du da hinten? Ja, ich hab den einen Platten. Ding. Wow, das war synchron gesprungen. So, einer für dich, einer für mich. Synchronspringer. Yeah. So, weiter hier? Geht's. Wow, Ritter der Tafelrunde. Wow, da oben, guck mal, bisschen cool. Pfeile für euch. Guck mal, die gucken nur. Was machen die da? Wir haben Pfeile auf dem Helm. Guck mal, wir können uns heilen und die kommen nicht. Ja. Okay, Heilkreis ist weg. Warte, ich warte auf meinen Pilz, weil da haben wir es echt mit starken Gegnern zu tun. Okay, ich hab's Amulett eingesetzt. Ja, ich bin dabei. So. Das Amulett verleiht uns ja mehr Kraft, zwei, ne? 2, 3 und 4. Ja, richtig. Nee, so. Also zumindest eine erhöhte Defensive. Genau, richtig. Ja. Weg damit. Und im Umkehrschluss irgendwie mehr Kraft. Das war aus Versehen, ich bin da drauf getreten. Okay. Warte mal, wir müssen runter. Nochmal zurück. Also, wing. Und dann wieder hoch. So, mein Gott, da hätten sie ja auch mal einen direkten Trampolinweg bauen können. Ja, als Absicht, um uns ein bisschen zu testen, ob wir stark sind. Ich habe richtig Schaden genommen gerade. Ja, Heilkreis. Ja, nutz meinen Heilkreis. Nutz mal Energie. Oh, hallo. Au. Weg, ey. Guck mal, der hat sein Schild abgelehnt. Wow, das ist Zauberer. Irgendwo. Ich komme, ich habe Energie. Ding, ding, ding. Ey, weg da. Mein Huhn, mach was. Weg da. Guck mal, ich habe richtig gute Seelen. Schieß mit Eiern. Ja, du hast genug, super viele, aber. Oh nein. Nein, du bist. Ich bin gefallen. Ich rette dich. Danke. Und Heilkreis. Geht es nicht? Doch. Drücken, hallo. Aber guck mal, ich krieg. Ah, jetzt. Jetzt. Bisschen streicheln, ein bisschen klopfen und ich stehe wieder. Okay, zum Glück. Ist auf jeden Fall geheilt. Weiter geht's. Was machst du? Ja, wir müssen da runter. Da ist das Sechseck. Nein, das ist bei mir.
Jetzt habe ich tatsächlich mal irgendwie auf deine Figur geachtet. Ja, so, der blaue Anzugträger da. So, ja, zack, hier. Zack, zack. Wann zeigt sich denn diese Illidra? So viel Vorsprung hatte der nun auch nicht, als er geflohen ist aus seinem Turm da, aus seiner Festung. Ja, das ist eine Riesenfestung. So, guck mal, bam. Wie viele Wege es hier gibt. Ja. Oh, eine große Treppe. Ich gehe schon mal hier hoch. Ja, warte, ich bin noch in meinem Heilkreis. Ja, ich komme schon wieder. Ich helfe dir. Martin, bam. Ja, kein Problem. So, das ist Hans Truth aus Hans Truthausen. Okay. So, du bist auch noch am Start hier. Und wir müssen doch die Treppe nehmen. Robine. Oh, die kamen. Die Klasse 2A ist da runtergekommen. So, mal gucken, wo der Rest der Schulklasse ist. Da ist der Lehrer, der ist auch am Start. Der Rosa-Hosen-Lehrer. Ja, Herr Rödel. Herr Rödel, okay. Herr Rödel ist errödelt. Okay. So oder so ähnlich. So, kurz heilen und dann nuff, die Treppe nuff. Ja, also so. Heute bist du sehr schwäbisch unterwegs. Ja. So, was ist hier jetzt oben? Es sieht irgendwie so nach Endzone aus. So. Kann sein. Oh, Trampoline. Okay. Wir müssen auf jeden Fall mal da drüber. Warte. Bist du bereit? Ist der Endboss? Didim. Nee, doch nicht, oder? Irgendwie doch, großes Feld. Was machst du? Da ist der Erzillager, der über uns fällt. Guck mal. Auf Kartoffelbrei fliegt er rum. Auf Kartoffelbrei, geil. Und Achtung, was macht der? Ich glaube, der kämpft jetzt höchstpersönlich. Besiege den Erzillager. Okay. Oha! Ich von hinten, du von vorne. Okay, mach ihn glatt. Ja. Und er hält aber nicht so viel aus. Guck mal, mit Fall und Bogen. Ja, ich komme in den Heilkreis. Ein Drittel hat er schon verloren. So. Aber irgendwie im Nahkampf ist der nicht so gut zu besiegen, ne? Nee. Also mit den Pfeilen ist es schon besser. Wups! Kannst du den aus der Ferne besiegen? Ja, wenn er auftaucht. Warte, der verschwindet ja dann ja, immer. Ja, da kannst du hin und her hüpfen und irgendwie... Jetzt! Hey, diese lila Dinger, die da rumfliegen, machen die Schaden, wenn die dich treffen? Ja, doch. Ich stehe hier in meinem Kreis, mach ja, warte mal, ich gehe von hinten. Aber der Kreis schützt uns auch. Ja, das stimmt. Achtung, ich komme! Oh Mann, ey. Das macht den Mega-Schaden, wenn der dich trifft. So, das Amulett ist eingesetzt. Aber wir haben ihn fast besiegt. Guck mal, so stark ist der gar nicht. Ja, fast. Sitz. Noch ein Drittel ungefähr der mach Energie hat er. Wow. Wenn dich diese Dinger treffen, das Dumme ist, du kannst sie nicht ducken. Wow. Was machst du denn da unten? Trampolin springen. Kannst du nicht zu mir kommen? Ich bin hier ganz alleine. Ja, ich mach das mal von hier hinten. Toll. Häufe dich mal, hier in meiner Umgebung, sonst sehe ich den hier kaum. Okay, ich komme. So. Warte mal, hier. Kollege. Komm, fast zwei Drittel. Weißt du, was ich glaube? Wenn wir den Illidra besiegt haben, geht das Tor auf und dann kommt der Nächste. Nein. Glaubst du nicht? Wir haben das Spiel doch geschafft, dachte ich. Erst Illidra besiegen und dann ist alles geschafft. Ja, der hat bestimmt noch irgendeinen, irgendwie was in der Hinterhand. Quatsch. Glaubst du nicht? Nein. Ah, komm, ich vertraue... Ups, ich bin nicht so gut, glaube ich, und vertraue dem... So, Kollege, wo bist du? Oh, ich bin der aufs Trampolin getreten. Der ist doch der Endboss im Spiel, von dem war ja, doch die ganze schon, Zeit die Rede. Wow, ich glaube, ich bin abgestürzt. Achtung, hier wieder volle Breitseite. Wo ist denn der? Ja. Der rennt die ganze Zeit weg, so ja. Ein Angsthase. Ich frage mich, müssen wir nur genug Gegner besiegen oder müssen wir den... Aua, das müssen wir dann auch echt erwischen. Du musst einfach nur ich werde ständig von den Dingern da getroffen. Komm, schauen das. Wir sind ziemlich weit. Ja, und hey, wir haben noch genug Leben eigentlich. Aua. Du bist doch noch nie K.O. gegangen, Ich bin schon wieder abgestürzt. Doch, am Anfang einmal? Echt? Weiß ich nicht. Nee, ich hab nicht. Wow. Okay, so. Aber guck mal, der Kollege ganz in lila hier. Warum steht er auf seinem Trampolin da hinten? Ja, das weiß ich auch nicht. Wir können so da nicht stehen bleiben. Schummler, ey. Schummler. Wenn ich den kriege, den Schummler. Vor allem ist es mehr so ein Ausweichen, ey. Was sind diese Pfeile hier? Guck mal, ich stehe am äußersten Rand. Ja, aber wir müssen kämpfen, nicht ausweichen, sonst kommen wir nie voran. Ups, abgestürzt. So, guck mal hier, siehst du? Ah, genau so macht man das. Wie ein Profi. Gleich Ding, ding, ding. Achtung, komm, noch ein, zwei Schläge. Jetzt hau ich ihm auf die Rübe. Ich hau ihm auf die Rübe. Jetzt seid ihr schon wieder am Start. Muss mal kurz in den Heilkreis. So, Moment. Boah, ist das anstrengend. Wir haben ihn gleich. Verzauberte. Ja, der hat fast keine Energie mehr. Aber der schießt noch ordentlich mit seinen... Boah, der wird auch supported hier. Ja, wir haben ihn. Guck mal, yes. Wow. Wir sind die Besten. Guck mal. Wir sind die Besten. Sag ich nicht. Du hast es recht, Riesenspinne! Oh Gott. Das ist das Herz des Endermans! Teppichtörtchen! Das ist jetzt echt gefährlich! Großes Teppichtörtchen! Oh, wie viele? Oh. Das ist der fette Endboss hier! Also ich gehe hier mal in Deckung hinter dem
Pfeiler oder hinter der Mauer. Ja, ja. Bisschen Leuchtfeuer. Oh, guck mal, sein Leuchtfeuer gegen mein Leuchtfeuer. Oh, ja, aber echt. Oh, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich habe nur meine Pfeile. Egal, Hauptsache Pfeile. Guck mal, wie viel Schaden der schon genommen hat. Ja. Hier. Wow. Nicht aufgeben, schön ausweichen. Nicht aufgeben, schießen. Wo denn? Wir können nicht schießen aus der Entdeckung. Wo ist der Angsthase? Ich glaube, wir müssen uns ein Stück vorwagen. Okay, Angsthase, zeig dich. Da ist er. So, Hilfe. Schutzschild, jetzt. Boah, voll gut. Boah, mein Teppichtörtchen, mein... Oh, der kommt nicht aus dem Schutzschild. Warte mal, haben wir ihn besiegt? Die Nacht ist angebrochen. Wir haben ihn besiegt. Ich muss ihn wiederbeleben. Was ist das für ein Kleiner? Der Frederik. Mach ihn Platz. Ui. Wow, guck mal. Oh, Harry Potter-Ausrüstung. Wow, ich glaube, hier ist überall Tinte. Kann jemand mal hier aufräumen? Menschenskinder. Kann immer jemand kehren, fegen, wischen? Aber ja, hey, aber echt. Wir sind doch ein gutes Team. Ja. Wow. So. Oh, da ist er. Da ist er immer noch. Der Erzilliger, der Feind der Dorfbewohner, wurde besiegt. Große Helden haben das Land gerettet und das Böse vernichtet. Alles wieder gut. Jedenfalls vorerst. Ob das bedeutet, dass es irgendwann noch einen zweiten Teil von Minecraft Dungeons geben wird? Ich und du sind auf jeden Fall vorbereitet. Genau, und ich muss sagen, das Spiel war richtig spannend. Also bis zum Schluss. Ja, und der stärkste Endgegner war natürlich am Ende das Herz des Endermans. Auf jeden Fall, den Erz-Illager, den haben wir besiegt und somit beenden wir auch offiziell unser großes Abenteuer. Spaß hat's gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, und vielen Dank, dass ihr so fleißig zugeguckt habt. Vielen Dank auf der rechten Seite. Gibt es weitere Videos? Tippt da drauf, wenn ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine coolen neuen Abenteuer mehr von uns verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil der Community. Bleibt katztastisch!